Große Ehrung für Landesrabbiner William Wolf. Am 12. Juni hat die Hansestadt Rostock dem 90-Jährigen das Ehrenbürgerrecht verliehen. Damit wurden seine außergewöhnlichen Verdienste für die jüdische Gemeinde in Rostock und das Gemeinwohl der Stadt gewürdigt. Zuletzt wurde diese Auszeichnung 2012 dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck zuteil und er hielt die Laudatio. William Wolf hat sich als Brückenbauer zwischen den Kulturen und Religionen immer für eine weltoffene Gesellschaft eingesetzt. Wichtiger als seine eigene Reformorientierung durchzusetzen, ist es ihm, eine Spaltung der Gemeinde zu verhindern. Und wenn ich mich in Deutschland umschaue, ist das ein hoher Wert, wenn es gelingt, diese Spaltung zu verhindern. Ist auch deshalb ein hoher Wert, weil glaubende Menschen oftmals in einer besonderen Weise von der Richtigkeit ihrer Form des Glaubens überzeugt sind. Und es ein langer Weg ist, in eine Toleranz zu geraten, die einen Menschen so sprechen lässt, wie sie es tun, lieber Rabbi Wolf. Vor rund 150 Gästen trug sich der Landesrabbiner im Festsaal des Rostocker Rathauses in das Ehrenbuch der Stadt ein. Wolf wurde 1927 als deutscher Jude in Berlin geboren. Schon 1933 mussten seine Eltern mit ihm vor den Nationalsozialisten nach Amsterdam fliehen. Erst mit 50 Jahren hat er jüdische Theologie studiert. Seitdem strebte er in Deutschland als Rabbi nach Versöhnung. 2002 bis 2015 war er Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern. Den Titel behielt er und nach wie vor engagiert er sich mit nachdenklicher, aber optimistischer Stimme für seine Mitmenschen.